Heute schon ein bisschen früher. Ab in den Keller. Schnell noch einen Auftrag machen. Habe ich gestern nicht mehr geschafft. Ich habe vier Räder unten. Ne, drei Räder unten. Das kenne ich von dir so gar nicht. Naja, das Problem ist, dass ich schneiden musste. Ansonsten hätte ich die gestern Abend fertig gemacht. Aber dann, wann hätte ich denn schneiden sollen? Ja, das weiß ich nicht. Das weiß ich gar nicht, wie ich das machen soll in Zukunft. Ich kann ja die Räder nicht auflaufen lassen und dann morgens früher hingehen. Ja, was soll denn das? Dann fange ich um 6 schon an irgendwann. Mama. Und höre um 3 Uhr morgens auf. Nee, Daddy. Na, bis gleich. Dann bringen wir mal alles raus. Der frühe Auftrag ist der Auftrag von gestern. Das ist gestern der späte Auftrag. Naja, Bremsbeläge. Wie immer, Bremsbeläge. Ich bin eine Stunde eher im Laden. Um 8 Uhr. Weil die wollte das eventuell heute Vormittag abholen kommen. Heute um 9. Punkt 9, sagt sie. Da ist ja gleich so weit, der Zeit rausgebracht und alle. Und ich bin ja mal froh über jede Draht, was raus ist hier, wegen dem Platzmangel, den ich hier habe. Der akuten Platzmangel. Ja, das mache ich jetzt auf alle Fälle. Erstmal fertig und das schaffe ich auch, hoffe ich, bis sie kommt. Und dann trinke ich erstmal einen Kaffee. Ganz in Ruhe. Wie immer. Fahrradreparatur. Fahrradreparatur. Wolfgang am Fenster heute. Jo, ja, ist fertig auf alle Fälle. Ist schön, kann abgeholt werden. Bis später. Bis später. Hast du Oma das Badezimmer in den Tag geklaut? Ja, das habe ich im Opa abgekauft. Oma war nicht mehr da, Oma war schon lange tot. Wann bist du denn schon wach? Jetzt um 6. Aber um 3 Uhr erst ins Bett, ne? Ja, super. Muss das sein? Tag effektiv nutzen heißt das. Hast du denn geschlafen? Ja, weiß ich auch nicht. Das ist auch noch Verschwendung. Versuch das zu reduzieren auf 0. Ja, gestern um 0 Uhr habe ich Schnitt gemacht. Und stellst es rein. Und hab's drin gestellt, ja? Ja. Hier, halt. Und ist eine Stunde später weg, oder was? Nein, ist keine Stunde später. Ja, dann muss es ja irgendwo sein. Ja, hier, Kanal. Ja, welchen Kanal? Na, da, Fahrradsalon. Ja. Aber so, oh. Na, weißt du doch, steht da oben dran. Ist ein dickes Schild, bist du genauso blind wie alle? Sag, guck. Weißt du, wie viele Sachen du hast, wenn du reinkommst? Wenn ich wo reinkomme? In deinen Laden? Wie viele Sachen auf die Augen einwirken? Weißt du, was das Erste ist, was auf dich einwirkt? Totale Aufmerksamkeit. Ist Achtung, gleich zu dem Fahrradsalon. So, ja, bitte, kannst du blättern. Oh, Entschuldigung. Hallo, Mami. Hallo. Ja, kannst du gucken, jetzt kannst du dich zu Hause durchwühlen, wenn du magst. Weiß nicht. Ich hab keine Lust. Kaffee kaufen, Kaffee kaufen. Hast du noch Geld? Ach, ich noch Geld. Ja, ich hab was aus. Ich finde es echt schade, dass sie ja nicht, dass sie ja nicht gekommen ist. Ich das Rad extra fertig gemacht habe. Die gute Dame kam nicht. Der Kaffee, schlechter Kaffee heute mal, aber das ist mein Leben, das ist meine Parallelwelt. Meine Frau hat mir gesagt, wir führen total verschiedene Leben. Oh mein Gott. Lange nicht gehört sowas. Natürlich führen wir verschiedene Leben. Aber wir treffen uns an einem Punkt immer wieder. Genau, das ist die Toilette. Ich meine unser Zuhause. Jetzt bin ich dran. Naja, Toilette, zu Hause. Da, es klappt immer wieder, ne? Also Schrauberin und raus damit. Ja, das ist eine Holzschraube. Ich meine, keiner weiß, wozu braucht man eine Holzschraube im Werkzeugkasten beim Fahrradmechaniker. Dafür, genau, dafür. Ein Diamant mit Lichtproblemen. Weil keine Lampe mehr vorhanden, ne? Draht ist nur da, Kabel noch da, Lampe ist weg. Komplett. Hier hoch. Den haben wir uns weg. Licht hinten ist dran. Dann schauen wir doch mal. Ich installiere neu. Die Kabel sind da, das ist schön. Ich messe sie vorher mal durch, ob die auch funktionieren. Ja, ansonsten bist du wieder angearscht und fummelst ewig rum. Und ach nee.
Immer denn. So, schön. Gut, haben wir. Das hat nicht wehgetan. Ich mache zuerst mal den Kontakt hier blank, weil ohne blanke Kontakte leitet es halt nicht. Ne? Also hier schön mit einer Bürste oder so blank machen, den Rost wegmachen. Oh, sieht ja gut aus. So, machen wir das. Jetzt ein Dynamo ran. So, jetzt geht es weiter. Mann. Man wird immer unterbrochen. Schauen wir noch mal, warum es hier hinten nicht läuft. Dynamo ist dran und angeschlossen, aber hier hinten läuft es sich nicht. Schau ich mir an, weil ich es kann. Das funktioniert nicht, war ja klar. Das heißt, der Strom liegt an bis hier, bis zu der Schraube, bis zu dem Kabel. Aber kommt nicht hier über die oxidierten Kontakte weiter. Tja, ich muss die Lampe ersetzen, weil das macht keinen Sinn. Das wird jetzt hier auseinanderfriemeln, das ist nicht wert. Da baut man eine neue ein, in der alles stimmt. Ja, die kosten ja nur 6-7 Euro oder was. Wunderbar, neu. Vorher poliere ich aber noch den Kontakt hier natürlich, die Kontaktstelle, das ist ganz wichtig. Obwohl die sehr schön blank aussieht. Das ist ja gleich schnell gemacht. Das Problem ist meistens Rost halt wirklich und Rost hier überall, also auch nicht nur in der Lampe drin, der Rost, sondern auch hier an der Verbindung, da wäre Kontakt zum Rahmen und hier und die Schrauben krieg nicht mehr gelöst oder nur noch kurzzeitig, denn blank, das wäre richtig Aufwand, also habe ich einfach noch ein Kabel gezogen, ne, und direkt an die Lampe angeschlossen und so funktioniert's. Dann überbrückt man diese ganzen Rostpunkte hier überall. Hier ist eine neue Lampe dran. Wunderbar. Jetzt kommt Dynamo ist dran, Lampe ist dran, nur noch Vorderradlicht und dann bin ich fertig mit dem Rad. Wird auch Zeit. Lampe für vorne haben wir. Hier. Ohne Schalter. Aber LED. Bedingt brauchbar. Das wäre doch cool, hier vorne dran. Ah, das wäre doch geil. Das machen wir. Geil, wenn alles so greifbar ist. Er fängt total richtig. Guck mal, wie geil das daran passt. Fertig. Schnell mal noch. Also ich finde es richtig gut. Perfekt. Licht ist dran. Wieder sehr schön. Fast eine Designlösung. Mann, oh Mann, was haben wir denn hier? Zwei fast neue Räder. Zum Checken. Nur mal ein bisschen durchchecken. Da sagt sie, da ist ja auch nicht viel dran zu machen. Tokyo Bike. Mensch, das ist so sauber, da will ich mir ja keine Handschuhe anziehen. Die Handschuhe sind dreckiger als der Draht diesmal. Das ist jetzt andersrum. Ja, was machen wir denn jetzt? Erstmal mit dem Lappen drüber. Wir haben den Draht ja auf dem Hof stehen. Mit einer Plane drüber. Gut. Steht jetzt schon ein Jahr.
fühlt sich dementsprechend in einem Top-Zustand. Kein Rost. Echt schön. Ah, einen Rostpickel habe ich entdeckt. Tokio, Tokio Bike. Also mehr Standschäden hier. Jo, na gut, okay. Können noch mit streicheln. Geputzt ist es, die Bremsen funktionieren, die Räder laufen gerade, Lagerspiel hat es nirgendwo. Jetzt mache ich noch die Reifen kurz ein bisschen sauber, ein bisschen abreiben. War ich fertig eigentlich? Noch nicht, wa? Hinten noch einmal drüber wischen, dann bin ich fertig. Jetzt steht ohne Plane da, kam schon Rostwasser rausgelaufen. So, hier haben wir ganz billige Zügel, das sieht man, das ist alles schon verrostet. Ich hänge raus. Ganz billiger Hebel, leider Gottes auch. Sieht es besser. Vielleicht fertig wieder. Einen wunderschönen Tag. Moin. Ich wollte fragen, ob ihr noch so hier so Mitarbeiter sucht? Nee. Nicht. Macht das ja alleine hier. Kann ich glauben. Können Sie mir vielleicht irgendwie so ein Dings geben, so einen Sterntag, so einen Jobsonntag, was ich suche? Kann ich machen. Ja, das ist ja gut. Schockiert, wenn einer sagt, ja doch, komm noch arbeiten. Das läuft noch. Der läuft wieder gut. Der läuft schwerer als der hintere jetzt. Boah, guckt euch das an, ey. Das ist rostig. So, das ist natürlich eigentlich Quatsch. In der Zeit hat man nur einen neuen Zug verlegt und Geld verdient. So, jetzt bin ich gespannt, wie das flutscht auf einmal wieder.
Super. Das war's. Schwer ist es, Mann. Meine Fresse. Ja, bitte? Na, was passiert noch? Na, Klina? Willst du einen Lutscher? Na? Dann musst du runterkommen. Ne. Ma. Warte, ich schicke dir jemanden jetzt, der hilft dir. Wer denn? Ja, pass auf. Guck mal, was macht der da? Ja. Das ist ein Ding. Sind Fahrrad da oder? Ja. Nicht zu fassen. Entschuldigte, ich hab mein Fahrrad da nebenan. Was machen sie denn da immer, Mann? Naja, zu mir kommen immer die gebrauchten Fahrräder, die nicht so gut sind. Die kommen immer auf der Seite hier an. Na, der nicht da. Ja. Direkt. Schwarz? Kino. Du, ich wollte nur Bescheid sagen, also falls du überhaupt Zeit hast. Ich hab nächsten Freitag, fahr ich hier fast um die Ecke, mein Geburtstag. Okay. Lenaustraße 27, das ist so eine Bar, Geist im Glas. Lukas, 20 Hallo. Uhr. Ja. Ja. Kleines Buffet so. Okay? Okay, alles klar. Ich muss Freitag ich sehen. Der 13. Ja? Nein, um Gottes Willen. Freitag der 13. Sehr schön. Ich baue gerade an einem unknackbaren Schloss. Oh, das sieht auf jeden Fall schon mal ziemlich intensiv aus. Massiv, ne? Massiv, intensiv, massiv. Ja, ich habe ja so viele Arbusketten von diesen einfachen Schlössern. Ja, gut, aber der Nachteil ist, es wird dann auch so 15 Kilo wiegen, das Ding, ne? Ja, aber hier kommst du definitiv nicht mit dem Bolzenschneider, also musst ja viel machen. Machst du da dann noch so ein Stoffding rum? Dann würde noch eine Hülle drum kommen und dann muss ich das Ende, das wird verschweißt. Vielleicht wird es ja noch untereinander ab und zu mal verpunktet. Mhm. Ich habe so viele von diesen einzelnen Ketten immer, so ist das. Mhm. Das ist ja eigentlich schade. Und natürlich werdet am überlegen, ob ich die dann doppelt so lang mache, also eine doppelte Länge nehme. Ich habe davon bestimmt 30, 40 von diesen Ketten. Hättest du das in Gold, wäre auch nicht schlecht, wa? Ja, ja, dann wären das hier, sind 2,5 Kilo, oh, ja. 100.000 Euro. Das ist nicht schlecht. Wahnsinn, so geht. Wir können dir sonst zwei anbieten. Mensch, der Carbonrativ weg. Genau, hier hast du. Stimmt so. Stimmt so. Stimmt so, was ist das? 1,5. Genau. Ob die Laufräder auch von Windspace sind? Nee, sind sie. Spinnergies. Mhm. Oh Mann, das Windspace ist weg. Oh, mein Ausstellungsstück. Was mache ich denn jetzt? Wein. Der teuerste Radverkauf ever hat gerade stattgefunden hier im Laden. Also ich habe noch nie ein Rad hier für 2000 Euro verkauft. Der teuerste war bisher, glaube ich, müsste ich mal überlegen, 970 oder 980. Jetzt habe ich für 2000 Euro den Windspace verkauft. Das Carbon-Zeitfahrrad und bin ein bisschen traurig tatsächlich, weil eine schöne Ausstellungsfläche, was machen wir da? Ich meine, ich habe hier noch Fahrräder, die ich da hinhängen kann, aber es war seit 5 oder mittlerweile fast 6 Jahren ein treuer Gast hier und hat die Blicke auf sich gezogen. Nun, ich habe ja ein schönes Rad gekauft, das Passo Corral mit Campa Super Rekord Campagnolo Titanium GR5 Sattel und so weiter und so fort, hatte ich alles schon mal aufgezählt. Also wirklich ein sehr, sehr schönes Rad. Immer der Reihe nach. Erstmal schauen, ob er das überhaupt behalten will. Jo, schauen wir mal. Jetzt wird nicht mehr viel passieren. Ich bin voll auch mit Rädern hier, muss mal ein bisschen was abgeholt werden. Das Witze ist, ja, kann ich das erst morgen abholen, das Motobikan? Ja, ich sage, na okay. Dann kommt der nächste an, ja, ich würde es erst morgen mitnehmen. Ich sage, na ja, okay. Und dann kommt sie auch noch an und meint, ja, ich würde es gerne morgen erst mitnehmen. Ja, dann habe ich hier drei Räder. Eigentlich die ganze Reihe tatsächlich ist es überfällig.
Hier vorne, das ist schon seit einer Woche überfällig. Steht hier, sollte seit einer Woche abgeholt sein. Das ist seit anderthalb Wochen, fast zwei Wochen überfällig. Sollte schon abgeholt sein und die anderen werden morgen abgeholt wenigstens. Bei denen ist es echt ungewiss. Ja, so bombig mit dem Laden zu mit Rädern, die schon lange weg sein sollten. Ich sage jetzt brav auf Wiedersehen. Wir sehen uns nachher vielleicht nochmal, wenn was Aufregendes passiert. Ansonsten ciao, bis morgen. Ja. Ich bin so schwach. Schwach? Kennen Sie bitte das? Die eine Seite. Ach so. Ja. Ja, danke. Ja, und dann machst du zu. Ja, danke. Ohne zu klemmen, ohne Werkzeug am besten. Am besten ohne Werkzeug zumachen. Nee. Oh. Ja, nicht quetschen. Das ist schwierig, die wissen ja nicht Bescheid, wie es funktioniert. Tommy weiß es, der macht 10 Tag. Hat er gesagt, ciao, bis morgen, schlaft gut. Ansonsten, wenn was Aufregendes passiert, dann melde ich mich nochmal. Also, ist heute überhaupt was passiert? Ich weiß es ja nicht, ich sehe gleich beim Schnitt. Bis dann, ciao.